ein garantiertes Shapeshifters-Pack bekommen. Das geht aktuell zum Shapeshifters-Event in FIFA 23 sogar relativ schnell und vor allen Dingen auch einfach. Was ihr dafür machen müsst und was ihr beachten solltet, damit es auch wirklich schnell und einfach und vor allen Dingen auch so gut wie kostenlos geht, das schauen wir uns heute in dem Video an, damit auch ihr euch euer garantiertes Shapeshifters-Pack, eure garantierte Shapeshifters nach diesem Video mitnehmen könnt. Bleibt gerne bis zum Ende dran, wir gehen direkt rein. Peacemates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Heute geht es mal um eine Methode, um ein paar Aufgaben, die wir mit ein paar SBCs verknüpfen, damit ihr euch ein Pack abholen könnt, damit ihr euch sogar viele Packs abholen könnt und damit ihr euch auch eure garantierte Shapeshifters, euer Pack, wie auch immer, mitnehmen könnt. Es sind heute ein paar Schritte zu beachten. Wenn ihr es einmal verstanden habt, dann ist das ziemlich einfach und eigentlich selbsterklärend. Aber ich will euch das nochmal zeigen, nochmal darauf aufmerksam machen, weil das an den ein oder anderen doch vorbeigegangen ist. Wir gehen direkt mal rein in Ultimate Team. Wir haben ja gerade das Shapeshifters Event und ich zeige euch direkt mal, worauf wir hier überhaupt hinaus wollen. Denn es sind insgesamt zwei Sachen, die mehrere Packs und auch Shapeshifters versprechen. Das erste ist der Battle Pass. Im Battle Pass haben wir coole Packs. Das erste ist 75er Plus Pack, dann haben wir ein 83er Doppel Plus Pack und dann haben wir auf Level 5 die Wahl 5x84 Plus Pack oder ein TOTS Spieler Pack. Da haben wir schon mal eine TOTS sogar noch mit drin. Und worauf ich hinaus will, ist Level 10. Da haben wir einmal die Auswahl zwischen Thiago Silva und einem 10x85 Plus Pack. Und daraus ziehen die meisten, also fast jeder, wirklich, 11 von 10 Packs ziehen ja gefühlt eine TOTS. Wirklich, eine TOTS sage ich schon, eine Shapeshifters. Hier draus ist fast schon eine Shapeshifter garantiert. Ansonsten ist es schon mal ein starkes Rating. Ja? Selbst wenn ihr nur 10 von 80 habt, sind gute SBCs. Und ist ja nur Level 10, aber ich denke mal, jeder von euch hat mitbekommen, Leveln ist sehr, sehr schwierig. Ich spiele schon so halbwegs regelmäßig FIFA noch, ich bin Level 2. Kurz vor Level 3, aber ich bin Level 2 einfach noch. Ich denke mal, die meisten von euch sind vielleicht so Level 5, wenn es gut kommt. Aber Level 10, das ist relativ schwierig. Das werden wir uns jetzt anschauen, wie wir mit dieser Aufgabe, diesen SBCs, ganz easy dieses Pack mitnehmen. Natürlich die anderen Packs, die noch kommen, 83, 84er plus. Und wir schauen uns auch noch an, weil noch eine garantierte 100% haben wir noch nicht in Shapeshifters. Dafür kommen die Jonathan Bamba Aufgaben, denn wenn wir alle machen, haben wir am Ende Jonathan Bamba als garantierte TOTS, was eine echt, echt coole Karte ist, wie ich finde. Als RV, als RAV können wir ihn spielen mit guten Werten. Und wenn wir uns die Aufgaben mal dazu angucken, weil wir brauchen ja EP für den Battle Pass und diese Aufgaben geben zwar jetzt keine EP, aber wir sind schon mal auf dem Weg. Hört mir bis zum Ende zu. Erstmal diese Aufgaben. Wir müssen SBCs abschließen. Und zwar die Shapeshifter Crafting SBC. Wir müssen die 10, 15, 20, 30, 40, 50 Mal abschließen. Wenn wir die 50 Mal haben, haben wir Jonathan Bamba. Und dazu ein 83 Plus Doppel-Upgrade. 3x 83 Plus. 2x 84 Plus. 3x 84 Plus. Ein TOTS-Spieler-Pack. Und Shapeshifter Spielerpack. Hier haben wir die garantierte Shapeshifter und dann natürlich noch den Bamba. Wir schauen uns gleich an, was für SBC das sind, wie wir easy an Futter rankommen. Das dazu. Und dann haben wir die Shapeshifter Aufgaben. Und dafür brauchen wir nämlich einen Shapeshifter. Das können wir dann mit dem Bamba easy machen. Spiele 3 Partien mit einem Shapeshifter an der Aufstellung. Das gleiche mal 6, das gleiche mal 9, das gleiche mal 12, das gleiche mal 15. Und jeweils gibt es 1000 EP. Also 1, 2, 3, 4, 5000 EP bekommen wir dafür. Ich bin gerade Level 2. Wenn ich jetzt 5k EP bekommen würde, mir fehlen 7200. Da fehlen gerade mal 2,2k. Und wir haben auch noch andere Aufgaben, die man auch damit easy bekommt. Das war jetzt Shapeshifter. Wir haben auch noch Shapeshifter 1. Absolviere 7 Spiele, gibt es 100 EP. Squad Battles, da gibt es immer 100 EP, wenn wir das zusammenzählen, sind wir hier auch bei über 1000 EP und wenn wir alles haben, ja, und das sind wirklich alles einfache Aufgaben, gibt es nochmal 2k. Also wir kriegen das hin. Wenn wir alles machen, haben wir einfach
eine garantierte Shapeshifter-Karte, ein garantiertes Shapeshifter-Pack, zwei TOTS-Packs und diese ganzen Upgrade-Packs, Thema 85, 4, 84 plus und so weiter und so fort. Die Aufgaben, die müsst ihr machen, das ist ganz, ganz klar. Aber jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diese SBCs easy hin? Es sind 50 Stück, Jungs. Das ist, ja, schon viel. Das ist viel, ist auch viel, viel Futter. Aber wenn wir mal gucken, wir haben jetzt noch 6 Tage Zeit. Wenn ihr jeden Tag 10 SBCs abschließt, habt ihr das schon. Und das ist meiner Meinung nach der Schlüssel für das Ganze. Teilt euch diese SBCs auf. Ich werde jeden Tag 10 Stück jetzt machen. Und wenn wir uns diese SBCs mal raussuchen, das ist ja die, Shapeshifter Crafting. Da müssen wir den noch kurz suchen. Die sind etwas weiter hinten. Wo haben wir sie? Etwas weit, ziemlich weit hinten. Ja, hier haben wir sie doch. Shapeshifter Crafting. Dort würde ich direkt an eurer Stelle Favorit festlegen. Da müssen wir nicht mal hintergehen. Und da schauen wir mal rein. Was müssen wir hier abgeben? Weil ganz billig sind die nicht. Wir brauchen ein Team mit 9 Spielern und alle müssen halt Gold sein. Ich kann mal gucken, ob ich jetzt so viel hätte, weil ich letzte Zeit auch viel Upgrades gemacht habe. Haben wir genug Goldspieler dafür, die jetzt nicht unbedingt high-rated sind, weil jetzt ein 88er. Wollen wir da eigentlich unbedingt rein tun? Boah, das ist nämlich schon das Ding. Also normalerweise gibt man hier Non-Rare-Golds rein. Ich kann da mal, wir schauen mal mein Team rein, ob wir da nicht doch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen günstiger kommen. Gold, weil wir haben auch wahrscheinlich sehr viel Non-Rares, aber 80er Rating muss ja nicht unbedingt rein und da schaut ihr bei euch auch am besten immer und da ein kleiner Tipp, das geht ganz easy übers Handy, da gebt ihr einfach einen Filter Gold und könnt dann eingeben, niedrig bis hoch, also da kommen die ersten Spieler, die euch vorgeschlagen werden oder reingesetzt werden vom Assistenten, das sind dann die mit dem schlechtesten Rating, da müsst ihr quasi nur auf Assistent, Gold, niedrig hoch, absenden und dann habt ihr es schon und müsst dann nicht wie ich an der Konsole das immer machen, das könnt ihr auch abends im Bett machen, in der Schule, wo auch immer. Das geht halt wirklich da meiner Meinung nach am schnellsten. Weil hier muss man dann jedes Mal nochmal neu sortieren und bliblablub. Das ist dann immer ein bisschen doch zeitaufwendiger. Ich will es jetzt aber machen. Ich will das günstigste hierfür abgeben. Und ich denke mal, die meisten von euch werden genug Low-SBC-Futter haben, dass sie sagen, okay, wir können die SBC locker so 10-mal abschließen. Kann ich mir gut vorstellen. Viele von euch haben volle Vereine. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ihr sagt, ich habe gar keine Goldspieler zum Abgeben. Ich habe schon alles verpulvert, was es nur geht. Passt auf, Jungs, passt auf. Es gibt nämlich, und die sind sogar 280 plus drin. Vielleicht ziehen wir gleich einen Shapeshifters. Es gibt noch eine SBC, die habe ich gerade gesehen, die Silberwechsel-Upgrade. Da bekommen wir 11 Goldspieler. Die ist 10-mal wiederholbar. Ihr seht hier, in 23 Sekunden läuft es nochmal aus. Dann kommen nochmal neue dazu. Da brauchen wir einfach nur ein Bronze- und ein Silber-Team. Da machen wir die Bronze- und die Silber-Upgrades. Also das ist wirklich geschenkt. Und dafür 11, also ganzes Team gibt es hier einfach. Das ist komplett insane. Das kann man sich so einfach und günstiger craften. Wir machen jetzt mal mein Pack auf. Dann haben wir schon die erste SBC. Und das mache ich jetzt jeden Tag 10 Stück mache ich davon einfach. Wir gehen mal rein. Man kann auch Luck haben. Das sind 80 Plus Packs. Am Ende habt ihr nochmal 50, 80 Plus Packs gemacht. Die Lampen drehen sich um. Vielleicht schon mal gutes Rating. ZOM, Italien. Hey, immerhin ein 84. Den kann man in der SBC auf jeden Fall abgeben. Und ich denke mal, wenn ihr 50 Packs macht, der ein oder andere Workout würde rauskommen. Mit etwas Glück. Oh ne, die wollen wir nicht abstoßen. Mit etwas Glück vielleicht sogar eine Special Card, eine Team of the Week oder auch eine Shapeshifters. Das wäre komplett insane. Und es ist wirklich auch absolut. Ich finde es absolut, absolut. Günstig. Ich würde sagen, wir machen zum Schluss nochmal mein Vorschau-Pack auf. Vielleicht ist direkt die TOTS. Nein, aber die Lampen drehen sich um. Ziemlich hell. Ja, okay. Ja, ja, Nozyman. Okay, werden wir jetzt eher nicht kaufen. Aber so schnell, so einfach und mit so vielen Packs am Ende geht es. Also am Ende, wenn ihr das alles macht mit den SBC-Packs, mit dem, was ihr bekommt und alles, seid ihr bei gut über 100 Packs. Ich würde mal sagen, so 120, 130 Packs so grob. Habt ihr dann am Ende einfach raus. Das ist wirklich komplett insane. Das ist wirklich komplett gestört, wenn ihr das halt auf Dauer dann so macht. Und wie gesagt, craften kann man es einfach gerade absolut schnell. Wenn ihr das so macht, habt ihr
ein Tots-Pack, ein garantiertes Shapeshift-Pack meine ich, eine Tots-Karte, so durch die Aufgaben, eine Shapeshift meine ich, zwei Tots bekommt ihr so und diese ganzen Packs, ihr werdet daraus auf jeden Fall noch die anderen drei Shapeshifter ziehen, Jungs. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video, ihr wisst jetzt, wie ihr da rangehen könnt, um das schnell und einfach zu lösen und was ihr über welche doch einfachen Aufgaben alles bekommen könnt. Wenn es gefallen hat, Jungs, droppt noch oben, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst und wir sehen uns dann sehr, sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dahin und rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen, dann sag ich schnell tippitippitapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder, piep, klo, platsch und machen ganz viel Quatsch. Gülle, gülle, das wie Danja, adios und tschö, sayonara, yassu, ciao, bye bye und adieu.